Hi, das ist der Rob von den Walkatones und ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt zu meinem kleinen Kurztutorial. How do I wrestle right? Wie wrestle ich richtig? Und ich habe meinen fantastischen Begleiter mitgebracht, die Orange, die seit 20 Jahren bei eigentlich jedem Gig dabei ist. Und wir beginnen mal ganz einfach mit den zwei wichtigen Arten des Grooves. Wir haben einmal den ternären Groove und einmal den binären Groove. Was ist der Unterschied? Ja, ternär hat was mit 3 zu tun. Das bedeutet, wir gehen mal einen Schritt zurück. Wir haben einen Takt und der ist normalerweise unterteilt in 4 Schläge. A 1, a 2, a 3, a 4, a 1, a 2, a 3. Jetzt gibt es aber noch genauere Unterteilungen, feinere Unterteilungen innerhalb dieser 4 Schläge. Und da spielt jetzt eine große Rolle, ob es 3 Schläge sind oder nur 2. Eben wie gesagt, entweder ternär oder binär. Wir haben die 4 Taktschläge nochmal unterteilt in 3 Schläge in diesem Fall. Das bedeutet, wir machen aus 1, 2, 3, 4. Und ihr merkt schon, das Ganze wird ein bisschen cool und swingy und groovy. Man nennt das eben auch einen Swing Groove. Und gerne wird gedanklich der zweite Schlag von diesen 3 Schlägen weggelassen. Wir haben dann da, 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 da. Und jetzt kommen wir zum ersten Rasselteil, nämlich wie rasseln wir drauf? Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist ganz einfach, indem man immer nur einen hat. 5, 6, gar nicht so einfach, wie die Rassel auch sieht. Aber wir wollen natürlich ein bisschen genauer rasseln, beziehungsweise den Groove etwas klarer darstellen. Das bedeutet... Oh yeah! Und jetzt kann man noch ein paar mehr Schläge reinmachen, nämlich eigentlich fast alle. Ja, das ist schon mal ganz swingy und ein Beispiel wäre dafür natürlich Well, it's one for the money, two for the show. Ready, get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, but you can do anything, but lay over my blue suede shoes. Well, but you can knock me down, step on my face, slander my name und so weiter und so weiter. Jedenfalls, das wäre ein ternärer Groove. Wir springen nun mal ganz schnell rüber in den binären Groove. Das heißt, wir haben die ursprünglichen 4 Unterteilungen in einem Takt. Wie vorhin. Aber jetzt kommt die genauere Unterteilung der Einzelschläge mit 2 Schlägen. Das bedeutet, also nicht mehr wie vorhin. Denkt dran, vorher hatten wir, jetzt haben wir, und ihr merkt schon, das Ganze ist ein bisschen eckiger, edgy. Und das nennen wir also dann im Prinzip eine Art geraden Groove, einen binären Groove aus 2 Unterteilungen besteht. Das heißt, wir haben dann plötzlich, also nicht mehr, die Grundstellung ist immer ganz wichtig fürs Feel, sondern wir haben, so, und dafür haben wir natürlich auch ein Beispiel, das wäre hier in dem Fall, When marimba rhythm starts to play, dance with me and make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close and sway me more. Und das wär's für heute. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, wie rassle ich richtig?